Hallo Freunde, im letzten Video habe ich zu euch gesagt, ich zeige euch, wie wir die Leisten draußen abgemacht haben und auch neu gemacht haben. Das Ganze werde ich euch gleich zeigen. Eine Sache möchte ich aber noch vorwegnehmen, weil ich jetzt schon die Kommentare gesehen habe von dem Video, möchte ich euch noch mal ganz kurz zeigen, wo die Feuchtigkeit wahrscheinlich reingekommen ist. Einige haben gesagt, oh, das kommt sicherlich vom Fenster. Ich gehe immer noch davon stark aus, dass das nicht vom Fenster kommt, weil es ist so. Die Leiste, die einzige, die ich noch nicht erneuert habe, die ich euch gleich in dem Video hier zeigen werde, war so lose, dass wirklich bei Regen quasi das Wasser nur so runtergelaufen ist. Und man hat ganz klar gesehen, dass hier im hinteren Bereich an der Wand das Wasser einfach nur so runtergelaufen ist, hier der Rinne entlang gelaufen ist und bis hinten durchgelaufen ist. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich damit den Übeltäter gefunden habe. Wir haben natürlich eine neue Leiste montiert, haben nochmal abgewartet, bis es geregnet hat, sogar gehagelt hat. Und es ist tatsächlich alles dicht. Deswegen ist die Dämmung jetzt auch natürlich schon drin. Und das Ganze wollte ich einfach ganz kurz am Anfang des Videos nochmal aufklären. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Die hält halt gar nichts mehr, ne? Nachdem ich nun alles rausgerissen habe und die Unterkonstruktion fertig ist und Dämmung drin ist, wie ihr das schon in den letzten Bildern gesehen habt, habe ich jetzt eine Spanplatte 6 mm zugeschnitten, die genau hier reinpasst als kleine Platte. Da legen wir uns nicht direkt drauf, sondern da kommen noch große Platten drauf. Das ist einfach quasi nur die Verschalung. Jetzt nehme ich mich der Herausforderung an, hier außen die Wände zu machen, weil da müssen ja die Fensterausschnitte rein und da hinten die Ecken müssen vernünftig gemacht werden. Mal sehen, ob ich das vernünftig hinkriege. Ansonsten muss ich irgendwelche Leisten, um das ein bisschen zu verschönern, noch extra anbringen. Aber ich hoffe mal, ich kriege das so gut wie es geht hin. Jetzt ist das Ganze zu 90% fertig. Es ist genau hinter euch und ich möchte euch das Ganze noch nicht zeigen, weil es ist noch nicht fertig lasiert. Ich habe das Ganze jetzt einfach nur mal Probe eingebaut. Es sieht super, super geil aus. Wir haben auch schon die erste Nacht drin geschlafen. Und ja, jetzt wird das Ganze nochmal rausgerissen und fertig lasiert. Dafür habe ich diesmal auch eine relativ spezielle Lasur. Zumindest habe ich davon noch nichts gehört. Das möchte ich euch jetzt einfach auch ganz kurz nur mal vorstellen. Noch habe ich es nicht benutzt, also an der Stelle auch überhaupt keine Werbung. Und zwar ist das eine Lacklasur. Sonst lasiere ich immer und lackiere das nochmal mit Klarlack über, damit man das eben halt abwischen kann. Gerade hier so im Innenbereich ist das halt sehr, sehr wichtig, weil das sonst so offenporig ist. Das schockt halt irgendwie nicht. Und in dem Fall ist das halt, wie gesagt, so eine Bondex-Lacklasur. Das wurde mir im Baumarkt einfach nur empfohlen, weil ich gesagt habe, ja, ich möchte das und das machen. Und er sagte, dann brauchst du das nicht mit Klarlack überlackieren, sondern kannst einmal diese Lasur drauf machen und dann bist du fertig. Im besten Fall möchte ich natürlich jetzt auch beide Seiten von den Hölzern lackieren, aber beginnen wir damit jetzt einfach erstmal. Leider Gottes hat meine Lasur nicht komplett ausgereicht für die ganzen Teile. Deswegen habe ich jetzt die Sichtflächen mit der Lasur gemacht und habe jetzt noch Reste so ein bisschen rumstehen. Einmal Klarlack, einmal nochmal Lasur, die wir für andere Sachen benutzt haben. Das werde ich jetzt auf jeden Fall für die Rückseiten benutzen, einfach damit die auch geschützt sind.
Zu guter Letzt tun wir jetzt noch was für unseren Schlafkomfort. Und zwar hatten wir ja vorher auch schon einen Lattenrost. Allerdings hatten wir einen Lattenrost, was in der Mitte zusammenlief. Das heißt eigentlich quasi zwei Lattenroste nebeneinander. Und da war das Problem immer, dass wir sehr in die Mitte gefallen ist oder einer von uns ist immer in die Mitte gerollt. Und dann lag man quasi echt nur auf dieser Mittelschiene. Das heißt, wir haben uns jetzt ein Tellerlattenrost bestellt. Das ist hier quasi im Karton drin. Das seht ihr bestimmt gleich nochmal ausgepackt. Und die Grundidee war eigentlich, diese Teller einzeln jetzt abzunehmen und auf unsere Unterkonstruktion zu schrauben. Einfach aus dem Grund, dass wir uns noch ein ganz klein bisschen Höhe sparen. Das wäre dann die Latte sozusagen, die hier drunter ist. Die ist 2 cm hoch und im Alkoven ist jeder Zentimeter wichtig. Allerdings sieht das so aus, als wäre das nicht möglich, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich weiß auch, dass es diese Federteller so zu kaufen gibt, aber das wäre wesentlich, wesentlich teurer gewesen als dieses Lattenrost, was wir jetzt gekauft haben. Ich gehe los. Soll ich dir noch die Leiter holen? Opa. Opa, ja. Oh. Gute Nacht. Gute Nacht. Das ist nun das Endergebnis. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen, denn wir sind mega zufrieden mit dem Endergebnis. Wir haben jetzt 4 oder 5 Übernachtungen schon im fertigen Zustand hier verbracht. Und eins kann ich euch sagen, wir hatten ja vorher ein Lattenrost, war okay, kann man machen, aber ganz, ganz ehrlich, diese Federteller sind gigantisch. Also wirklich, wenn ihr ein bisschen Komfort haben wollt, ne, muss ja jeder für sich auch selber wissen, dann kann ich euch das Ganze wirklich nur ans Herz legen. Wir haben jetzt 9 Monate hier drin verbracht mit einem Lattenrost und ich würde jedem empfehlen, bei längerer Tour oder bei längerer Reise oder vielleicht auch beim Leben im Van, das Ganze auf die Art und Weise hier zu machen, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Zum ganzen Rest, wir sind gigantisch zufrieden. Natürlich könnte die eine oder andere Ecke perfekter sein, aber wisst ihr was? Das ist einfach so, wie wir es können und so, wie es uns auch zufriedenstellt. Also, nochmal dazu, wir sind mega happy. Eine kleine Sache möchte ich am Ende euch noch gerne zeigen. Und zwar hier oben am Alkoven ist ja das Panoramafenster und man kann das jetzt, glaube ich, sogar schon sehen. Ein bisschen Feuchtigkeit ist hier, aber nicht, dass ihr denkt, das ist Feuchtigkeit von außen. Nein, es ist Feuchtigkeit vom Kondens. Es ist wirklich schlimm, wie viel Kondenswasser hier entsteht. Ich habe jetzt sogar schon den äußeren Rahmen, den seht ihr hier vielleicht, wo mein Finger ist, habe ich schon mit dem Armaflex-Klebeband übergeklebt. Und das werde ich mit dem schwarzen Teil hier auch noch machen. Denn da, an dem schwarzen Teil, bildet sich noch enorm viel Kondenswasser. Und das Ganze habe ich nicht irgendwo gelesen und nicht recherchiert, sondern das habe ich einfach selber gemacht, weil ich gesehen habe, wie viel Kondenswasser sich an dieser Aluminiumkante bildet. Und das möchte ich einfach verhindern. Und das tut es auch. Das Armaflex-Band verhindert, dass an dieser Stelle Feuchtigkeit entsteht. Daher sehr, sehr zufrieden. Sehr, sehr zufrieden mit dem Endergebnis. Sehr zufrieden, dass wir das Ganze wieder so durchgezogen haben, wie wir es durchgezogen haben. Und eine Kleinigkeit nochmal am Rande. Natürlich haben wir das Ganze mindestens eine Woche lang offen gehabt, in offenen Zustand, ohne Wände drin, damit wir nochmal lokalisieren konnten, ob alles wirklich trocken ist. Und das ist jetzt definitiv der Fall. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass nirgendwo mehr Feuchtigkeit reinkommt. Wenn Feuchtigkeit, dann wirklich nur noch durch Kondenswasser. Und das kann man relativ schlecht beeinflussen. Natürlich lüften, ganz klar, Fenster auf, wenn man dann nächsten Tag aus dem Bett steigt. Und das Ganze werden wir jetzt auch so machen. Und jetzt hoffe ich einfach nur noch, dass euch das Video gefallen hat. Gebt gerne einen Daumen nach oben, falls es so sein sollte. Schreibt weiterhin Tipps und Kommentare unten in die Kommentare. Im letzten Video wart ihr ja sehr, sehr fleißig, was sehr, sehr geil ist. Und abonniert doch gerne den Kanal, falls ihr beim nächsten Video wieder dabei sein wollt. Und dann kann ich nur noch sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Also, haut rein!